Begrüße Sie herzlich bei uns im Studio Bürgermeisterin Ines Schiller. Frau Bürgermeister, nun ist es quasi fix, die Katze ist aus dem Sack, könnte man fast sagen, nachdem es viele Diskussionen schon im Vorfeld gab und auch noch mehr Spekulationen, weiß man jetzt, dass die ÖVP Bad Ischl mit der Liste von Hannes Mattes eine Zukunftspartnerschaft eingeht. Was bedeutet dieser Schritt jetzt im Speziellen für Sie als Spitzenkandidatin der SPÖ? Wie schon gesagt, die Katze ist aus dem Sack. Es hat ja in den letzten Wochen immer viele Diskussionen gegeben, Zeitungsartikel und auch in den sozialen Medien hat es immer so Gerüchte gegeben. Man hat im Hinterfeld, also irgendwie alle gedacht, wie könnte es werden. Jetzt ist man damit an die Öffentlichkeit gegangen und somit ist Hannes Mattes eben mein direkter, sage ich jetzt einmal, Bürgermeister, für die Bürgermeisterkandidatur der Gegner. Für mich hat sich aber eigentlich nichts geändert. Ich habe einmal schon in meinem Interview gesagt, für mich ist einfach trotzdem die Arbeit für Bad Ischl das Wichtigste. Ich werde weiter einfach schauen, dass die Ideen und Projekte, die jetzt bei mir am Tisch liegen, weiterverfolgt werden und vor allem auch umgesetzt werden. Das ist für mich das Wichtigste, einfach diese Lebensqualität, die wir in Bad Ischl haben, zu erhalten und zu steigern. Und natürlich werde ich auch in Hannes Mattes bzw. die Bürgerlisten und Parteien, die sich da jetzt zusammengefunden haben, die Zusammenarbeit anbieten. Und ich hoffe, wir werden auch Gespräche für die Zukunft, über die Zukunft von Bad Ischl führen. Jetzt nehme ich an, dass die Wahlkampfvorbereitungen schon im vollen Laufen sind bei der SPÖ. Was bedeutet nun diese veränderte Parteienstruktur für die SPÖ? Also da gibt es, es ist alles im Laufen und die Vorbereitungen natürlich. Wir haben viele neue Kandidatinnen und Kandidaten, die den Weg gemeinsam mit uns in den nächsten 6 Jahren gehen werden. Und da möchte ich auch noch anmerken, diesen Weg parteifrei zu sein, geht die SPÖ Bad Ischl schon sehr, sehr lange. Man denke daran, dass mein Vorgänger Bürgermeister Hannes Heide damals auch als parteifrei Kandidat kandidiert hat und bei uns gibt es ganz, ganz viele Leute, die nicht bei der SPÖ sind und einfach die Themen wichtig sind und das ist auch mir ganz was Wichtiges und diese Themen, da geht es einfach, dass die gemeinsam umgesetzt werden und es wird an der Wahlkampfstrategie oder auch an dem Plan, den es gibt, nichts ändern. Wenn man einer Presseaussendung Glauben schenken darf, dann hat die Liste von Hannes Mattes bzw. er selbst alle Parteien zu Gesprächen eingeladen. Ich denke, dieses Gespräch ist auch an die SPÖ ergangen oder an Sie ergangen. Hat dieses Gespräch schon stattgefunden? Also ich habe ein E-Mail bekommen vom Hannes Mattes kurz nach der Pressekonferenz, ich glaube 1-2 Tage später, wo ihm das Angebot gekommen ist, ein Gespräch zu führen. Ich habe gleich darauf unterschiedliche Terminvorschläge per E-Mail versandt, aber zu einem Gespräch, zu einer Terminzusage ist es bis dato noch nicht gekommen. In einer Presseaussendung heißt es weiter, und da zitiere ich es wörtlich, Arbeit und Wirtschaft sind die Basis für uns alle. Hier haben wir großen Handlungsbedarf, denn da wurde in Ischl in den letzten Jahren sehr viel versäumt. Und im Anschluss fordert Stadtrat Müllecker eine Entlastung der Wirte, vor allem jetzt im Bereich der Pacht, der Vorschreibungen für die Gastgärten, praktisch coronamäßig hier den Wirten entgegenzukommen. Wie sind Sie jetzt auf diese Anforderung zu sprechen? Also ich finde nicht, dass in den letzten Jahren da nichts passiert ist. Natürlich gibt es eine neue Herausforderung durch Corona, was natürlich die Wirtschaft und die Arbeitsplätze betrifft. Wir haben sogar, ich habe mir das angeschaut, weil das ist ja auch schon mal in einer Presseaussendung gekommen, die Arbeitsplätze sind in den letzten Jahren in Bad Ischl sogar angestiegen. Also wir haben mehr Arbeitsplätze, hauptsächlich im Tourismusbereich, also in der Gastronomie. Wir wissen ja alle, dass Bad Ischl ein Standbein hat, ein gutes, ein fixes und das ist der Tourismus. Natürlich haben wir wenig Flächen, wo man sagt, da gibt es Ansiedlungen von Industrie, aber gerade die Unterstützung für die Wirtschaft ist eine ganz wichtige und da bin ich auch
sehr dahinter, nur gibt es auch, wenn man von Erlassen der Gastgartensteuer zum Beispiel spricht, gibt es auch einen Erlass, sage ich jetzt einmal, ein Schriftstück von der IKD, die besagt, dass Stundungen durchgeführt werden können, aber dass es einen Erlass nicht geben soll. Und da muss ich auch sagen, wir sind ja auch so auch im vorigen Jahr der Gastronomie entgegengekommen. Wir haben auch heuer wieder Gastgartenflächen gratis zur Verfügung gestellt, damit auch diese Abstände eingehalten werden. Wir haben natürlich eine Reduktion der Gastgartenmieten gemacht. Also das ist ja alles passiert, auch schon im letzten Jahr und wurde auch in einem Gremium besprochen. Und natürlich ist es so, wenn die Gastronomie oder auch die Wirtschaft, ich bin ja in ständigem Kontakt auch mit dem Wirtschaftsforum Bad Ischl, wo wir jetzt gerade an einer Parkplatzlösung, an einer gemeinsam auch arbeiten und da regelmäßig Sitzungen haben, dass man die bestmögliche unterstützt, aber ich muss auch immer wieder dazu sagen, es gibt auch einen Rahmen, auch einen gesetzlichen und einen Rahmen des Möglichen und ich finde, wie solche Gespräche müssen stattfinden und man muss einfach schauen, dass man miteinander zur besten Lösung kommt, ob eine Unterstützung der Wirtschaft und also vor allem auch der Gastronomie und den Handelsbetrieben, habe ich seit ich Bürgermeisterin bin, immer zugesagt und zu diesem Wort stehe ich auch. Auch die bereits erwähnte Parkplatzlösung wird in dieser Pressesendung angesprochen. Da heißt es dann auch wörtlich, da ist in den letzten 8 Wochen nichts passiert. Das stimmt nicht. Es hat in den letzten 8 Wochen sicher 4 Sitzungen gegeben. Und da spreche ich dann immer auch dazu, wenn es Sitzungen gibt, dann darf man nicht nur sagen, da ist nichts passiert, sondern muss zu Sitzungen kommen und Lösungsvorschläge bringen. Das ist ja wie mein Ansatz. Man kann schon sagen, es läuft etwas falsch, aber dann darf ich auch bitten, Lösungsvorschläge zu bringen. Wir haben Besitzungen gehabt, es sind unterschiedliche Lösungen, liegen einfach am Tisch. Es hat auch ein Gespräch bereits mit der Eurotherme gegeben, wo es aber auch so ist, dass natürlich nicht der Direktor der Eurotherme das sagen kann, ja, so läuft, sondern da muss man einfach weiter hinauf in die Gremien und da warten wir noch auf Entscheidungen und den nächsten Termin gibt es zum Beispiel wieder diese Woche im Wirtschaftsforum am Freitag, wo wir jetzt die Sachen, was in den letzten Sitzungen einfach diskutiert worden sind, Lösungsvorschläge, die eingebracht worden sind, nochmal besprechen werden, dass man schaut, was kann man definitiv so schnell wie möglich umsetzen. Abschließende Frage, es könnte man ja auch sagen, die Listenformation, die Zukunftspartnerschaft, auf der einen Seite die Bürgerinitiative Bad Ischl kann mehr, auf der anderen Seite mit der ÖVP und mit Hannes Mattes, wird eine bunte Auseinandersetzung mit sich bringen. Bunte Auseinandersetzung ist immer auch was Positives. Ich habe ja auch gesagt, es ist gut, wenn es Bürgerinitiativen und Bürgerlisten kommt, denn da merkt man einfach, die Leute setzen sich mit Themen auseinander, in denen liegt was an Bad Ischl und wollen ihre Ideen einbringen. Und ich denke mir, das ist einfach bunt, das ist befruchtend und das ist für mich Demokratie und ganz, ganz wichtig. Und ich freue mich einfach auf die Zukunft. Wie gesagt, es gibt viel Arbeit für Bad Ischl. Für mich hat die oberste Priorität die Arbeit für Bad Ischl und es gibt Ziele, die zum Verfolgen einfach sind und mein oberstes Ziel ist, das Beste aus Bad Ischl zu machen für die Zukunft und wie es dann im Endeffekt weitergeht, wird am 26. September die Wählerin und der Wähler entscheiden. Frau Bürgermeister, danke fürs Gespräch. Dankeschön.